Hallo YouTube, hallo Twitch. Heute noch mal ganz kurz erklärt, wie machen wir das, wenn wir einen Clip erstellen wollen auf Twitch, und wie machen wir das mit der Pausenszene? Wie können wir dort die Pausenszene mit Leben befüllen? Die erste Geschichte, wir gehen mal ganz kurz rein und sagen bei OBS, wir möchten streamen. Ich hatte jetzt die ganzen Tage praktisch ohne richtig zu streamen die ganzen Sachen abgearbeitet. Wir machen hier mal den Testmodus raus, gehen auf Übernehmen und auf OK. Einmal den Stream starten und gehen dann halt auf Twitch und gucken, ob sich dort das Ganze mit Leben befüllt. Wie gesagt, der Account dient nur für Testzwecke. Er ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich hier permanent irgendwie online bin. Jetzt haben wir hier unten, wenn wir mit der Maus drüber gehen, drei Symbole. Die nächste Geschichte, ist, die wir hier gleich mal dabei uns angucken wollen, ist auf Erweitert gehen. Die Videostatistik, falls mal ein Streamer die Eckdaten braucht, wie das Ganze so von der Verbindung her aussieht, sehen wir hier oben die FPS, in dem Fall 60 FPS mit einer Bitrate von 6000. Gut, darum soll es jetzt aber heute nicht gehen. Wir wollen einen Clip erstellen. Dementsprechend drücken wir hier unten auf das Clip erstellen drauf. Dann öffnet sich ein Pop-up-Fenster, wo dann der jeweilige Clip gezeigt wird. In dem Fall habe ich das jetzt mit Absicht so gemacht, dass ich im Vorfeld etwas gesprochen habe, weil ich wollte euch nämlich zeigen, dass man die Sachen hier hin und her schieben kann. Ich lasse jetzt auch den Sound aus, nicht dass wir hier ein Echo reinkriegen. Und dann kann man sich das Ganze so einstellen als User, dass man den Clip bestmöglich hinbekommt, dass praktisch die jeweilige Szene oder der Clip am Anfang und am Ende nicht mit einem unterbrochenen Sound ist. Wenn das Ganze so halbwegs okay ist und man der Meinung ist, man möchte das Ganze so ungefähr haben, gibt man dem Kind einen Namen. Ich schreibe jetzt einfach mal Test rein und drücke auf Veröffentlichen. Jetzt hat Twitch etwas Arbeit bekommen und erstellt den Clip. Nach der Erstellung des Clips hat man hier mehrere Möglichkeiten. Man kann auch den Clip direkt teilen. In dem Fall ist es bei den meisten Kanälen oder bei vielen Kanälen so, dass man den Clip oder die URL zu dem Clip in die Zwischenablage nehmen kann. Wenn man hier draufklickt, hat man das schon erledigt und dann kann man hier oben raufgehen, einen neuen Tab aufmachen und sich das Ganze direkt angucken. Wir lassen das auch alles jetzt schön auf Stumm. Der Test ist erstellt worden. Und wir können jetzt wieder mal in den Chat reingehen und können hier den Clip, bei vielen Kanälen ist das halt machbar, einfach in den Chat rein machen. Das war die erste Geschichte, die ich kurz zeigen wollte. Jetzt kommen wir zu der zweiten kleinen Geschichte, die wir in dem Video bearbeiten wollen. Pausenszene oder auch die Ende- oder Offline-Szene, je nachdem, was man gerade gerne so machen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch die Pausenszene. In der Pausenszene wollen wir ein paar Clips, die ja schon mal erstellt worden sind, die habe ich hier bei mir runtergeladen auf meinem Rechner, die möchte ich gerne in die Pausenszene haben. Dazu geben wir hier unten auf das Plus und sagen VLC Videoquelle hinzufügen. Ich sage mal, wir nennen das Kind beim Namen Clips. Okay. Jetzt gehen wir in den Ordner, wo wir die Dateien haben, Dateien hinzufügen und markieren uns die jeweiligen Videos, ich nehme jetzt hier in dem Fall alle, einfach und sagen öffnen. Schon entsteht hier eine Liste und die ganze Sache könnte dann gleich losgehen. Wir wollen aber noch sagen, ja, okay, mir gefällt es jetzt so nicht, weil ja, es soll nicht über den ganzen Bildschirm gehen. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal exemplarisch auf diese Größe hier. Schieben uns das Ganze neben den Chat so halbwegs. Und auch über Stream Pause und machen dann den Haken rein und sagen dann einfach mal in den Chat Test gucken, ob dort auch der Chat vernünftig zu lesen ist. Es passt alles.
Eine super Sache. Und wie wir zwischendurch und nebenbei schon gesehen haben, ist das Video, das erste Video halt durchgelaufen und es ist nahtlos halt zu dem zweiten Video gezwitscht worden. Und dann halt auch geht das Ganze halt ja, unterbrechungsfrei halt weiter. Ich bedanke mich ganz doll für das Zuschauen. Ich bedanke mich ganz doll für den einen oder anderen Follower, der hinzugekommen ist. Super Sache. Und ja, wir schauen mal. Wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Video noch rausbringen. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen guten Tag.